Europa. Moin Leute und herzlich willkommen jetzt zu einem kleinen Random-Video zusammen mit dem Mattes. Ey, meine Mikrofonqualität ist voll für den Arsch, weil ich am Laptop sitze. Ja, natürlich muss man ihm entschuldigen, er sitzt gerade am Laptop. Und wir machen jetzt heute zusammen ein kleines Spaß-Battle. Und zwar sind wir auf einem kleinen Server von ihm. Und jetzt gehen wir beide auf die Druckplatte drauf. Und gucken jetzt mal, wer am weitesten kommt. Wie gesagt, er hat ein Handicap, er hat einen Laptop. Mit einer Maus. Und es ist wahrscheinlich eine ziemlich beschissene Steuerung für ihn. Wie weit bist du gekommen? In 2 Sprünge. 2 Sprünge, scheiße! Aber wir machen das jetzt schon eine ganze Weile hier. Und das ist einfach nur lustig. Da dachte ich mir, okay, nimmst es einfach mal auf. Und vielleicht gefällt euch ja solche random Videos. Einfach mal zwischendurch ein bisschen abfacken. Ihr hättet das vorher auf DustMC sehen müssen. Ihr hättet es vorher sehen müssen. Seid froh, dass ihr es nicht getan habt. Ich war leicht am Ausrasten. Ich habe meine Leertaste vom Laptop fast ausgebaut. Ja, also. Na, wie weit bist du schon gekommen? 5. 12. 6. 13. Ey, komm, Laptop-Steuerung. Nein, dran. 14. Jetzt das macht echt Spaß. Jetzt hat mich der Ärger jetzt gepackt. Ja, ne? Elf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Gute ist, wenn man zwischendurch im PvP-Bereich kommt, könnte man den anderen ja sogar runterschlagen. Oh, das wäre fies. Genau, weil das hier in der Mitte ist halt kein PvP-Bereich, das heißt, wir können falsch schlagen. Nein! Er ist abgestürzt. 14. Ah, Mist. Nein! 2. Was ist jetzt passiert? Ich bin 3. abgestürzt. Und das Ende kam herbei. Nein! Guck mal, die PvP-News, die machen auch immer Werbung für meinen Teamspeak-Server. Das ist richtig toll. Ah, okay, tolle PvP-News. Ja, das ist immer toll, wenn man so eine Art Sklaven für einen hat, der das macht, aber man muss selber immer sagen, was der sagen soll. Ja, also mit Sklaven kenne ich mich ja aus, wie mit meinem lieben Stress-Moderator bei Twitch. Also wer der von euch noch nicht kennt, der muss eindeutig öfters bei Twitch kommen. Weil Stress gehalte ich ja angeblich in meinem Keller. Und ich kriege immer Bananen von mir. Bananen? Warum denn Bananen? Weil er Bananen mag. Er fing damit an damals. 15. 16. Laber nicht! Nein! 16. Warte, nehmen wir. Oh komm ey. 16 war das Höchste, was ich bis jetzt geschafft habe. Und du? Was? Für dich würde ich sogar nachts noch wieder den Computer hochfahren. Habt ihr das gehört, Leute? Dann legt aber Mattes jetzt los. Oh Gott. Ich bin gleich im PvP-Bereich, das gefällt mir nicht. Ich bin gerade wieder vom PvP-Bereich in den normalen Bereich reingesprungen. Nein! Oh Gott, scheiße. Nein, ich will nicht raus. Yes! Das ist auch noch so die Schwierigkeit. Das kann schon passieren, dass wir halt den Fallschaden kassieren im PvP-Bereich. Ich kann Lava fallen, weil ich die ganze Zeit über der Lava Nein. springe. Ich weiß ja nicht, wie euch mal solche anderen Videos gefallen. Das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Also es gibt ja auch noch Lucky Blocks und so. Also ein Lucky Block Battle könnten wir auch noch machen. Das ist überhaupt kein Thema. Stimmt. Auf so eine Idee. Wieso bringe ich dich jetzt auf so eine Idee? Also Leute, in Zukunft könnten ein paar spaßige Sachen passieren. Je nachdem, ob der Mattes nach dem heutigen Tag noch Bock hat. Immer wieder gern. Muss auch mal bedenken, sie hat Urlaub, weißt du? Wisst Nein, ihr? Ich habe nur frei. Ja, Urlaub habe ich nicht. Ich habe nur frei, das ist jetzt kein Urlaub. Nein, ich habe nur Montag, Dienstag frei. Nur Montag und Dienstag? Ja, genau. Ja, Mittwoch bis Sonntag muss ich arbeiten. So, das heißt sozusagen die freien Tage, die du sonst Samstag und Sonntag hast, statt als Montag. Ja, ich habe jetzt Wochenende. Das ist ja ein geiles Leben. Total! Willst du tauschen am Wochenende? Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Ihr müsst nämlich wissen, dass der arme kleine Kerl ist jetzt gerade 1:15. Ja, und ich muss 6 aufstehen, so zur Berufsschule. Was bei mir. Also ich finde das gut. Ja. Man könnte jetzt auch wieder meinen, dass ich echt einen scheiß Schlafrhythmus habe. Ja, habe ich, tatsächlich.
gesagt, ich entschuldige mich nochmal fürs Laptop-Mikro. Ich habe selber noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie das Mikrofon von dem Laptop anhört. Also ich muss sagen, es gibt wesentlich schlechtere Qualitäten. Ja, das kommt, weil ich einen Laptop habe, wo das Mikrofon neben der Webcam sitzt und nicht unten an der Tastatur. Das heißt, Leute, was wir dann das nächste Mal machen, sollte er sich mal wieder trauen. Das nächste Mal wird er am PC sitzen. Dann haben wir nämlich mal den Vergleich. Ich flipp hier gleich noch auf. Ich hab gerade nicht mehr sprinten können und bin deswegen runtergefallen. Oh, das war... Ja genau, schieb's doch darauf, dass du nicht sprinten kannst. Ja, ohne Scheiß! Ich hab vergessen zu essen und hab das nicht gesehen! Oh Mann. Ein Laptop, ja, was soll ich denn sagen? Ich hab noch nicht mal eine richtige Tastatur zum... Wie oft du da runterfällst! Wie oft du da runterfällst! Was? Ich werde dir zeigen, wer hier wann oft runterfällt, ey. Ich lieg vor allen Dingen auch noch im Bett, während sie am Schreibtisch sitzt. Ja? Jetzt also, kommt's unten links, aber mal die Meldung, habt Spaß. Habt Spaß? Ich geb's dir gleich, habt das Spaß. Das steht da unten, mit einem Sklaven. Ja, okay. Sklave, Maul halten. Bobby, bei wie viel bist du schon wieder angekommen? Nein. Wie lange machen wir das Ganze eigentlich? Ach, entweder bis einer das Ziel erreicht hat oder bis mir die Länge reicht. Bis einer heult, okay. Also ich bin jetzt bei 19. 20. 21? 22? Komm nicht weiter als 14, ey. 23? Oh, warte, warte. 25. Das erinnert mich an typisch Andy, wo die doch diese Marshmallows da gefressen haben. 27? Sechsmatschi und Pappe. Ja. Siebmatschi und Pappe. Das war doch so, oder? Nein! Bei 28! Top das! Top das! Mit dem Laptop, alles klar. Benutzt also, ich würde sagen, bis jetzt bin ich die ungeschlagene Champion. Ist doch die erste Runde, aber bis jetzt bin ich schon. Wollen wir gleich mal Leiterkönig spielen? Was ist das? Ja, das ist, da musst du eine Leiter erklimmen mit PvP. Und musst halt oben bleiben eine Zeit lang, bis du halt gewonnen hast. Ja, könnte man machen. Ja, aber das muss ich erst fertig bauen, eine Arena dafür, weil so ganz... Also nein, Leute, können wir nicht sofort machen. Das heißt, aber ihr seht das dann bestimmt die Tage über auch mal, weil hier gibt's viele Minigames, auch 1 gegen 1 und Bad Wars und sowas. Kann man schon vieles machen. Ja. Gleich, wenn sie ganz nett ist, verlinkt sie mich ja auch und schreibt die Server-IP in die Videobeschreibung. Ich soll dich verlinken und die Server-IP? Das ist schon viel verlangt, ne? Das ist dir schon klar, ne? Ich kann das ja auch als Community-Server nutzen, einfach für alle. Alles gut, Mann. Das natürlich verlinke ich dich, hätte ich es oder so vor. Ich muss, ja, aber guck mal, ich muss jetzt noch sagen, man kann es ja als Community-Server nutzen. Alter, Mann, ich will nicht so weit in den PvP-Bereich. Nein! Guck mich doch mal an, wo ich hier hinten stehe. Oh, ja, also du hast gerade herausgefunden, was der Felsen mag. Ich habe kein Fleisch mehr. Bring dir neues. Oder wird so, guck mal, Kekse sind doch auch nett. Hauptsache, ich habe was zu essen. Nein, Leute, das fängt jetzt auch falsch. Essen! Danke! Ich glaube, ich war jetzt bei 28. Nein, ich bin einfach runtergelaufen. Ah. Nein! 4 Jumps. Boah, oh Mann. Ja, Leute, so haben wir schon den ganzen Abend irgendwie verbracht. Und da waren Warte, wir über Gott und die Welt geredet. Warte, bis du im PvP-Bereich bist und schlag dich dann irgendwo hin. Er droht mir, Leute. Er droht mir. Weißt du überhaupt nicht, auf welchem Block? Ach, da ist mein Block. Droht mir. Hilft mir, bitte. Ach, okay. Hui. Vor allem, da müssen wir im PvP-Bereich nah beieinander sein. Ah! Also bis das passiert, glaube ich, ist Silvester. Ich sehe dich. Ja, ich mich. Oh, das war ein fieser Sprung. Sei froh, dass ich hier nur Sonnensprünge drin habe. Ich kann das auch noch anders konfigurieren mit Leitern und so. Nee, ist schon alles so in Ordnung. Ja, ne? Ich finde auch.
und auch da müssen keine Gitter rein und so. Nein, ja, Gitter vor allem. Oh, diese scheiß Gitter. Ich sag euch, ihr hättet echt auf das dabei sein müssen. Wenn ihr Langeweile habt, dann geht auf Dusts und dann nehmt da mal den Spielmodus Jumps. Dann regeneriert ihr nämlich so einen random Jump'n'Run, so ähnlich wie hier. Und dann kommt mal bitte in die Sektion von Modul 4. Und dann in den Abschnitt 8 und dann wisst ihr, wovon wir reden. Da habt ihr wenn richtig das immer, Spaß. Wenn das immer die gleichen sind, dann ja. Also, ich hab bei 4.1 schon... Da hatte ich dann gar keinen Bock mehr. Also ich habe zumindest bis 8 durchgehalten und danach irgendwann... Ich sag euch eins, der ist nicht möglich gewesen. Also wir haben ihn hier nachgebaut und er war machbar, aber da nicht. Ja. Warum auch immer, vielleicht weil man da im Himmel ist oder so. Da geht ja einfach nicht. Oder der Ping anders ist, vielleicht der Blickwinkel, man weiß es nicht. Genau, aber er geht nicht. Bin ich immer noch Hallo. Für. Ich lieg hier im Bett, ne, total verkrampft mit den Fingern und versuch irgendwie nochmal an die 14 zu kommen. 21. 22. Und wir haben vor allen Dingen eine sehr interessante Theorie aufgestellt. Und zwar so bei Leitern, ne, da kann man sich ja dran festhalten eigentlich. Aber der Typ, der kann das nicht. Ja. Er kann Blöcke abbauen, die 500 Meter weit weg sind, aber nicht an der Leiter festhalten. Ja, stellt euch das mal vor im Real Life. Ihr seid auf einer Leiter, ja? Oder ihr slidet das so dran vorbei. Dann würdet ihr doch so intelligent sein. Einmal kurz die Hand ausstrecken und euch an der Strebe festhalten. Oder nicht? Das macht ihr nicht. Ich stelle mir das gerade so vor, wie da einer so aus meiner Nachbarschaft so in echt an so eine Leiter slidet. So, hey, was geht? Boah, tot. Ja, weil er sich einfach nicht festgehalten hat. Man hält sich doch an Leitern fest. Oder auch an so einem Block, wenn man an die Blockkante ranspringt. Wieso hält er sich nicht fest? Ja. Weil jeder normale Mensch würde sich doch mit zwei Händen dann hochziehen. Natürlich. Du hast Spielideen? Melde dich. Ach, cool, das habe ich immer noch nicht umgespielt. Ja, muss also ich noch Leute, wenn ihr Spielideen habt, dann maldet euch einfach bei ihm. Ja genau, einfach malden. Ja, also ihr müsstet ihm dann ein Bild malen, wo ihr die Spielidee genau erläutert. Genau, ihr müsst die Spielidee zeichnen, ja? Erst dann kommt er auf die Idee, ihr da mal drüber nachzudenken. Aber es muss halt eine Zeichnung dazu existieren. Genau, es muss gemalt sein. Ich frag mich gerade, wer uns das abkauft. Ich frag mich gerade, was dann auf Twitter abgeht. Okay. Der neueste Spielmodus. Frisch mal gemalt. Ein Bild. Oh Mann. Oh Mann, ich komme nicht mehr an meine 28. Ich komme noch nicht mal mehr über die 1 hinaus, ja? Was ist da wohl schlimmer? Ich habe gerade nicht mal die 1 geschafft. Oh Mann. Na gut, das ist auch so eine Ansicht. So, jetzt bin ich aber zumindest wieder bei der 3 und bin dann gestorben. War ich dann bitte? Also ich will das hier nicht gegen dich spielen, wenn du am PC sitzt, ne? Ach. Ich hab dann Angst, dass ich danach weine. Komm, wegen mir kannst du gar nicht. Doch. Nein. Also wenn wir beide an der gleichen Stelle im PvP-Bereich sind und du mich runterkickst, dann weine ich. Was nein, ist ich das würde denn? Nicht. Ich wurde wieder hochgepackt. Ja, bei mir steht, du hast versucht, Survival zu flyen. Ja, natürlich, ich bin runtergefallen! Wo ist das Survival Flying? Vielleicht warst du zu hoch. Ja, es tut mir leid, wenn die Blöcke immer höher gehen. Was soll ich denn machen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Soll ich sagen, ach nee, den Sprung kann ich jetzt nicht machen. Ich muss runterspringen, ich bin zu hoch. Frag den Sklaven, was du da machen sollst. Sklave! Sklave? Stress geantwortet mir nicht. Ich glaube, der pennt schon. Ich muss ihn mal nachher wieder Bananen runterbringen. Nein! 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 Na, welche Zahl? Nein! Nein! Na? Nein! Erzähl! 24! Yes! Er kommt nicht an meine Zahl ran! Puh. Nein, ich hab mich so konzentriert. Hat man ja auch gar nicht mitgekriegt. Ich hatte so einen Run mal. Und meine Finger tut so weh, weil ich so verkrampft.
Das gibt es einfach nicht. Anscheinend ja schon. Doch bei Roller. 18? 19. Ich will nicht in den PvP-Bereich springen, Mann. 23. Okay, 24. 25. Oh mein... Nein! Hör auf! Du kommst da runter! Du kommst da runter! Nein! Ich war eh schon bei der 28! Kannst du mir bitte wieder neues Essen geben? Oh, wenn ich das auch aufnehmen würde, du hättest das einfach so. Ich muss mir gerade dein Gesicht vorstellen. Ich dachte nur so, das sind doch keine Pfeile. Das sind doch keine Pfeile. Was machst du da? Ja. Nein, jetzt will ich ja den PvP-Bereich näher kommen. Nö, nö, nö. Nein. Ich fand das ganz gut hier im Kästchen. Ja, ja. Ich kann mir keinen Bogen schießen, also ist aber schön ruhig. Soll ich dir auch einen geben? Nee, nee, alles gut. Den verliere ich ja eh, wenn ich wieder sterbe. Oh Mann, meine Lache muss doch voll behindert rüberkommen über meinem Laptop, ey. Alles gut. Komm bitte weg von der PvP-Zone. Ich will da nicht hin. Also ich weiß ja gar nicht, was du meinst. Der PvP-Bereich ist wunderschön. Gerade, oh, da fühlt man sich so lebendig. Ja. Ist doch richtig toll, wenn man das Jump über Nacht macht und einfach so ein Creeper oder so hier drauf spawnt. Richtig toll. Auf den Blöcken? Ja, da, also wenn du im PvP-Bereich bist, können ja auch Monster wieder spawnen. Ja, ne? Aber die können doch nur im bestimmten Bereich spawnen. Naja, die Blöcke sind nicht ausgeleuchtet. Ja, aber die können doch trotzdem. Monster können doch nicht direkt neben dir spawnen. Nee, 16 Blöcke Abstand, aber ja, kann ja mal passieren. Alter Schwede. Stell mir. Also den Blick von dem Typen würde ich mir auch lustig vorstellen. Oh, ein Block, ich muss rausspringen. Was macht der Creeper da? Ja, genau. Oh. Also ich finde es gar nicht so toll, in welche Richtung dieser Scheiß hier geht, ne? Bitte mal meine Chance. Ich dafür extra wieder runter. Ach, scheiße. Was ist denn? Runtergefallen. Was warst du? Habe ich nicht drauf geachtet. Drei und. Nein! Also! Den Sprung hätte ich nicht verkacken dürfen. Den hätte ich echt nicht verkacken dürfen. Der war viel zu easy. Ich bin viel zu nah an der PvP. Kennst du das? Wenn du Shift drückst und trotzdem vom Block runterrutscht? Ja. Ja, hier rauf. Augen von Lachen. Nein! Sollte vielleicht. Sagen, ist lustig. Sollte vielleicht im Hintergrund mal Fernseher ausmachen. Ich höre das nicht. Ja, aber kann ja sein, dass falls. Weil das Laptop-Mikro war so empfindlich, ist es nun auch. Stimmt, das ist manchmal sogar ein bisschen zu unempfindlich. Ja! Ich liege ja auch so halb. Wir haben schon festgestellt, er muss seinen Laptop anschreien, damit ich das immer höre. Soll ich jetzt meinen roten Podcaster noch rüberholen oder was? Natürlich! Nein! Obwohl, ich hol gleich mein anderes großes Membran-Mikro. Ich habe ja zwei. Ja, stimmt, Leute. Ich könnte das andere eigentlich beim Bett aufbauen. Dann könnte ich, wenn ich abends mal durch Zufall noch mit dir im TS bin, wobei du schon seit 2 Stunden weg sein wolltest. Ja, um aufzunehmen. Das haben wir jetzt ja kombiniert. Ja, nach 2 Stunden. Ja. Höchstwahrscheinlich dachtest du zuerst so, oh, das ist doch bestimmt so ein behinderter Spaß. Und mittlerweile denkst du, der Typ ist doch ganz gut. Mittlerweile fällt dich ganz lustig, ja? Sonst würde ich nicht mit dir aufnehmen. Ach cool, ich bin lustig, ja. Ja, Leute, eigentlich sage ich das ja nur, um ihn irgendwie das Gefühl zu geben, wichtig zu sein. Und wenn ich so rede, kann er mich bestimmt nicht hören. Dann muss ich ja ein bisschen lauter reden. Wann bist du nochmal im PvP-Bereich? Gar nicht.
Ich glaube, ich teleportiere dich gleich. Oh, wie fies. Also wir haben mittlerweile kapiert, dass Night Gaming TV hier der Owner ist. Ja, genau. Ja, wer könnte das so sein? Ja, ich, aber ich habe gerade einen anderen Account angemeldet. Ja, warum? Mir ist durchaus klar, dass du das bist. Hallo. Wo ist der Block? Da. Ich komme nicht mal über die 20. Jetzt nicht. Okay, dann nicht. Na, auf was jetzt bist du? Aber. Ah. Na, Mathis? Was? Auf was bist was? Du? Crack, Marihuana, Heroin. Ich meine halt den Sprung. Ach so. Also deine Drogen, ja, wollte ich jetzt... Das war immer noch 24. Meinst du 28? Aber Leute, würde ich sagen, das reicht doch erstmal für heute. Ey. Wenn ihr mehr von dem drogensüchtigen Mathis da, hören da, wollt. Da guck dir hinter dir das Schweinchen an. Siehst du das? Das ist gerade durchs Portal gelaufen. Da steht. Also theoretisch dürften die hier keinen Schaden machen. Glaube ich. Hast du glaub, ich Probleme, hab's ausgemacht. Ja. Probleme! Ja. Ey, geh schön aus dem PvP-Bereich raus. In den PvP-Bereich rein, ey. Achso, ja, stimmt. Da war ja was. Und kannst du dich nicht wehren? Was willst du tun? Das wäre jetzt ganz schön fies, Mathis. Also, wie gesagt, Leute, wenn ihr mehr von diesem aufgedrehten Spasti sehen wollt, schaut einfach mal bei mir vorbei. Unten verlinkt, ist ja klar. Kann auf dem Server hier jeder? Ja, klar. Also, Link unten den drauf. Den meinte ich doch, und hier schreibt die Server-IP noch ruhig in die Video. Genau, also, wenn ihr Lust habt, ein bisschen rumzuspassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier stehen lässt. Keine Ahnung. Ja, hier ist, bleibt alles so, wie es ist. Okay, gut. Das bleibt alles so, wie es ist. Hier wird sich nichts ändern. Ob du hier bist, und nicht. Also, Leute, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und wenn ihr wollt, dass ich auch mal wieder was mit diesem Spasti mache, schreibt einfach mal rein und lasst eine gute Bewertung da. Ich würde mich riesig freuen. Bis dann. Ciao. Tschüss.